Hallo Leute, schön, dass ihr beim nächsten Video dabei seid. Und was haben wir heute? Wir haben heute von ProBricks, also aus dem Steinchen-Shop, das Forest Lake House vom Designer Gregor mit der Nummer PB94101, 1895 Teile. Ja, Gobricks-Steine, bis auf die sie nicht liefern können. Da gibt es manchmal welche noch von Sembo, wie er mir gesagt hatte. 36 x 30 x 34 cm groß. Ja, ich hatte ja noch dieses Venetian-Haus oder sowas. Ich hatte mit Patrick vom Steinchen-Shop gesprochen und er hat mir dieses hier jetzt als Ersatz zugeschickt, weil das sozusagen mit den anderen Häusern nicht wirklich gut geklappt hat. Gab es ja auch so ein paar Beschwerden, dass Fehlteile drin sind, dass das Design nicht so gut ist. Und er hatte dann auch irgendwie wohl Probleme mit der Lieferung und alles solche Sachen kamen da zusammen, sodass er zu mir gesagt hat, ob ich lieber dieses hier vorstellen könnte, anstatt das andere. Okay, kein Problem habe ich damit. Insofern haben wir das im Grunde genommen, ja, hat er mir das geschickt als Ersatz für das andere und dann werde ich das jetzt vorstellen. Und ja, ich bin gespannt drauf. Er sagt, diese Sets von Gregor sind um einiges besser designt und ja, also, und er baut jetzt alle zum Test, wie er zu mir meinte. Definitiv, um einmal vorher zu gucken, gibt es Probleme oder nicht. Weil eben, ja, schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit, sag ich mal so. Ja, wir haben wahrscheinlich wieder keine Bauabschnitte. Und irgendwo ist dann wieder eine PDF-Anleitung. Letztes Mal hatte ich hier irgendwo was drin, wo ich die dann finde. Oder war die einfach so im Shop? Ich muss gleich mal gucken. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich sehe auf jeden Fall sitzt so auf den ersten Blick hier nichts. Ich gucke gleich nochmal nach. Ja, hier ist die Karte, die habe ich gesucht. Hier ist der QR-Code drauf, um die Anleitung runterzuladen. Ich habe es jetzt abgedeckt. Ich weiß nicht, wie er das sieht, wenn man das Set nicht gekauft hat und dann die Anleitung runterlädt. Insofern werde ich das gleich mal tun für mich hier, damit ich das hier bauen kann. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns ja, wieder, wenn ich so die ersten Schritte vollzogen habe. Bis gleich. So Leute, ich habe gebaut bis Schritt 27. Ich habe die Teile alle mal so wieder sortiert nach Arten. Also das ist meine eigene Sortierung. Hier ist alles, was irgendwie ja mit Ecken ist. Ja, also von hier den Dingern bis zu sowas. Ja, so mache ich das. Hier ist alles, was irgendwie Rundungen hat. Von sowas hier bis sowas. Ja, hier sind alle Bricks drin. Da habe ich schon ein paar verbaut. Und so weiter und so fort. Das ist meine Sortierung. Ja, wir haben die Grundplatte gebaut. Die ist komplett zusammengebaut. 27 Schritte, ziemlich viele Teile drauf. Ich zeige sie mal von unten. So sieht die von unten aus. Hier ist noch gut durchgreifbar. Hier ist dann mit Technik-Pins das zusammengeschoben. Und dann ja, haben wir hier irgendwie schon überbaut. Hier ist schon die dritte Schicht drauf. Da dann irgendwie, keine Ahnung, ob das eine Wasserfläche wird später. Sehr bunt. Erinnert so ein bisschen an Lego. Aber Gregor hat vielleicht auch sich da orientiert. Weiß ich nicht. Und ja, auf jeden Fall ist es relativ stabil, wie ihr seht. Also man kann das hier noch auseinanderdrücken an einigen Stellen, weil das eben noch nicht hundertprozentig überbaut ist. Aber man kann es anheben. Ist jetzt nicht das Riesenproblem. Und ich denke mal, das wird ja noch überbaut werden. Also insofern wird das dann seine Stabilität kriegen. Ja, so sieht das dann von den Seiten hier aus. Und das ist Stand der Dinge. Würde ich weitermachen mit Schritt 28. Wir sehen uns später wieder. Oh, Schritt 40 haben wir gebaut. Und so sieht es jetzt aus. Ja, wir haben alles mit den grünen Platten überbaut. Bis auf diesen Wasserbereich. Da haben wir jetzt schon ein paar Pflanzen rumgesetzt. Hier im Weg. Sack. Ein Eimer oder ein Zuber oder sowas. Und hier kommt auch nochmal Wasser raus aus den Rohren.
Und das ist so Stand der Dinge. Wie gesagt, von unten hat sich nichts verändert. Und so sieht es aus. Macht eigentlich Spaß zu bauen. Steine sind super Qualität. Kann man überhaupt nicht meckern. Also aber viel Plattengeschichte, das muss man sagen. Aber jetzt hat es echt eine gute Stabilität gekriegt. Da geht, wackelt nichts mehr. Hier wölbt sich das ein bisschen hoch. Aber hält sich auch in Grenzen. Ich mache weiter. Nachher kommen da Massen von Pflanzen, wie ihr denn seht. Das sind ja die Bäume oben. Und wir sehen uns später wieder. So Leute, Schritt 60 ist erreicht. Und ja, also wir sind nicht sehr viel höher gekommen, sagen wir es mal so. Sondern haben viel hier jetzt aufgebaut. Also zum Beispiel hier irgendwie diesen flachen Schuppen. Und da haben wir alles mögliche an Hölzern drin. Das kann man, glaube ich, kaum sehen. Ja. Und Pflanzen, hier irgendwie so eine Blume, hier den Baum angefangen. Hier haben wir einen Trog mit losen Wasserdingern drin, also blaue und weiße. Hier haben wir höher gebaut, hier steht ein Sack. Dann haben wir hier das Teil rüber gebaut. Hier eine Kiste mit zwei Rudern. Hier höher gebaut, hier ist irgendwas runter. Der Kasten hier auch mit einer Maulrübe und was anderes noch drin, ein Kürbis. Ja, so sieht das jetzt aus, was wir bisher gebaut haben. Viel Kleinkram in den letzten 20 Schritten, aber es entwickelt sich, ne? Also es sieht schon ganz gut aus. Also fehlt noch einiges an Teilen, das muss man ganz klar sagen. Ich mache weiter mit Schritt 61 und ja, wir sehen uns, würde ich sagen. Ich gucke mal eben, das habe ich noch gar nicht gesagt, wie viele Schritte. Wir haben am Ende auf jeden Fall eine Teilliste auch drin. Und wir haben 337 Schritte. Das heißt, wir haben noch nicht mal ein Fünftel geschafft. Ja, nur mal so für euch. So als Anhaltspunkt ist schon eine Menge. Es sind zwar nur nicht mal 2000 Teile, aber trotzdem dauert das irgendwie seine Zeit hier. Ne, weil das irgendwie ziemlich viel Kleinkram ist, damit es gut aussieht. Ich mache weiter. Bis dann. Okay, wir haben bis Schritt 100 gebaut und haben das hier fertig gebaut. Sieht von unten, versuchen wir mal so aus. Haben wir hier einen Balkon mit einem Tisch. Da drin ein Sofa. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, vielleicht ein bisschen. Hier eine Lampe. Und da ist dann so eine kleine Regal, aber Küche, richtiger Herd sieht man hier jetzt nicht. Mit so einem Kübel, eine Flasche. Hier ist eine Sitzecke mit Glas und hier Bücherregal da unten drin. Das ist, glaube ich, auch nur schwer zu sehen. Hier irgendwie so ein Diamant in so einem Ausstellungsteil. Hier wohl so eine Lampe, noch ein Regal. Ja, so sieht das jetzt aus von außen. Kommt wahrscheinlich noch einiges ran, weil hier überall C-Clamps sind. Im nächsten Schritt bauen wir aber hier oben drauf weiter. Und ja, das wird dann wahrscheinlich irgendwo das Baumhaus, wo auch immer das dann später hinkommt. Wir werden es sehen. Und, oder das Forest House, besser gesagt, ist ja kein Baumhaus, ist ja Forest House. Macht auf jeden Fall Spaß zu bauen. Steinequalität weiterhin super genial. Gar keine Probleme mit der Anleitung. Also ein, zwei Sachen, da muss man dann mal überlegen. Man hat noch einen Stein übrig, wo könnte er hinkommen, weil die Perspektive auf der Anleitung vielleicht nicht hundertprozentig gut ist. Aber das kommt ganz, ganz selten vor. Ansonsten lässt sich das echt super bauen und macht Spaß. Also, ich würde dann jetzt weitermachen und wir sehen uns später wieder, würde ich sagen. Bis dann. So, wir haben bis 171 gebaut und wie ihr seht, haben wir hier das jetzt draufgesetzt. Steht dann auf diesen Stützen überall. Hier haben wir noch überbaut, einmal schwarz, dann mit Fliesen. Ne? Und hier haben wir noch eine Treppe angebracht. Das war das, was wir hier getan haben. Und danach haben wir das hier zusammengebaut. Ja, also das Dach hier. So sieht das von unten aus. So drin also ist, aber trotz dieser Kreuz- und Quer-Dings oder Installation weiterhin ziemlich stabil. Ne? Also man darf das jetzt nicht runterwerfen. Ne? Dann ist es das dann auch gewesen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wir sollen das so drehen und dann soll das hier drauf.
drauf. Und passt auch. Ja, super. Also es passt sich genau ein. Es liegt locker drauf, aber es passt sich ein. Da sind ja keine Noppen hier oben drauf. Sitzt gut fest. Also es ist genau gedeichselt. Jetzt fällt hier noch das Dach. Aber so sieht das bisher aus. Das ist also das Haus. Und ich frage mich, hatte ich mich verzählt? Ich bin jetzt bei 172. Also dieses Raufsetzen war 172. Aber es sind insgesamt, jetzt gucke ich nochmal, was war das? 337 Schritte. Das heißt, es fehlen noch 150, 160 Schritte. Aber das geht, glaube ich, alles für die Bäume drauf. So größtenteils, würde ich mal sagen. Also, ja, wenn ich das hier so sehe, also wir bauen hauptsächlich noch Bäume. Ja, schade. Nur Bäume, Bäume, Bäume. Ja, so halbwegs auf jeden Fall. Es kommt nur noch das Dach, was jetzt noch fehlt. Und danach kommt nur noch Baum, Baum, Baum. Gut, ich mache weiter. Bis später. So, Schritt 203 ist erreicht. Und wir haben jetzt das Dachteil noch gebaut. So sieht das von vorne aus mit zwei Fenstern. Sonst drin hohl. Das Dach hier mit Klemmen festgemacht. Und das soll jetzt hier rein und passt hoffentlich auch. So, mal gucken. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, so ein bisschen ist drin, ne? Warte mal, ich muss mal gucken. Ich frage mich gerade. Doch, sollte. Ja, ist drin. Nur ein Tick höher, aber tiefer geht es nicht. Also, ja, wahrscheinlich, damit es hier nicht kollidiert. Und so sieht das jetzt aus. Fertig. Und wenn ich jetzt mal in Schritt 205 gehe, fangen wir jetzt auch schon an mit dem Baum. Mit dem hier. Gut, bis später. Schritt Nummer 245 ist erreicht und wir haben den ersten Baum hier jetzt fertig gebaut. So, also Bäume darf man ja immer nicht gegenhauen, dann fliegen die auseinander. Also der ist, ja, also ich kann ihn hier so abnehmen, ne? Sagen wir es mal so. Und so sieht er von hinten aus. Und dann setze ich ihn hier wieder ran. Da muss man immer, wenn man so eine Häuser dann transportiert oder so, kann man immer schön gegen die Bäume hacken oder schlagen, weil die natürlich überstehen. Ist irgendwie bei jedem Haus das Gleiche. Sehen zwar gut aus, das muss man ganz klar sagen, aber sie sind auch immer empfindlich. Ja, jetzt geht es in Schritt 246 weiter mit dem nächsten Baum. Der kommt wahrscheinlich jetzt irgendwo hier hin, denke ich mal. Und dann würde ich mich melden, wenn der auch wieder fertig ist. Bis dann. Jo Leute, 283 Schritte haben wir hinter uns. Und der zweite Baum ist fertig. Den haben wir hier so jetzt eingepasst. Und ja, der wurde so im Viereck gebaut. Also vier Leisten ineinander gesteckt drin mit Dingern. Hier oben ist noch ein Ansatz der Baumbeine noch höher. Ja, da ist hier ein Pin. Und ansonsten sieht er eigentlich so ganz nett aus, finde ich, ne? Also man muss ihn mal ein bisschen hinbiegen, dass er dann auch mit dem Haus passt. Das kommt ja immer so nicht hin. Wenn man das in der Anleitung, kann man das ja auch meistens nicht so hundertprozentig gut erkennen, wie das jetzt gemeint ist. Und ja, aber sieht gut aus. Ich mache weiter. Jetzt haben wir ja noch irgendwie 50 Schritte. Oh, das wird ja die restlichen Teile, ein paar sind noch übrig. Mal gucken, was da noch kommt, ob jetzt noch ein weiterer Baum kommt oder ob wir hier weiter hoch ansetzen. Wir schauen mal. So Leute, Mensch, ein seltener Gast. Die Amy, mal ganz kurz hier. Wahrscheinlich auch wirklich nur ganz kurz. Na, Amy, wie geht's dir? Du würdest eigentlich was fressen wahrscheinlich, deswegen bist du hier, ne? Denke ich mal. Ups. Und ein bisschen einfangen. Da freuen sich deine Zuschauer, dass du mal wieder da bist, hm? Ja? Oh. Genau, dann seht ihr sie mal wieder
Jeder, der es nicht will, kann ja vorspulen. Aber ich kriege immer regelmäßig, Amy, guck mal hier. Ich muss dich mal wieder kämmen, ne? Guckt euch das mal an hier, was hier rauskommt. Das Winterfell kommt hier raus. Und je älter du wärst, umso weniger kommst du an all der Stellen ran. Das geht mir ja schon genauso, dass ich nicht überall rankomme, ne? Aber du bist doch eigentlich unheimlich gelenkig. Oder? Naja, wie ihr seht, ihr geht's gut. Sie ist einfach nur, sie hat einfach nicht mehr so viel Lust, hier mitzumachen. Hier so regelmäßig vorbeizukommen. Und ihre Haare auf dem Modell hier zu verteilen. Ja, habe ich die einmal gestreichelt und dann buff, wie so plupp, ne? Weißt du, hier so, wie heißen die denn? Die Stachelschweine, die ihre Stacheln wegschießen. So machst du das mit deinem Fell, ne? Oder? Ja. So. Ja. Du bist... Ja. Und findest du das Haus gut, Amy? Der Blick ist cool, oder? Ja. Ich glaube, das reicht euch, oder? Nochmal den Blick hier. So. Und dann jetzt was zu fressen, oder wie möchtest du? Am liebsten wäre es natürlich, komm rüber ins Wohnzimmer, ne? Dann kannst du dich da bei mir hinlegen und dann ist gut. Ich soll dieses Blöde bauen lassen, glaube ich. Ja. Ja. Doch mal ein bisschen Interesse jetzt an dem, was hier los ist. Hier von klein bisschen. Ja. So richtig auch nicht, ne? Gut. Wie ihr seht, sie geht wieder. Alles klar. Also, bis später. Und wir sehen uns. So, Leute. Und wir sind fertig geworden. Jetzt ist noch die Spitze draufgekommen. Ob der Baum jetzt so gebaut ist, wie er wirklich gebaut sein soll. Ich finde, man kann das immer in den Anleitungen schlecht erkennen, wo jetzt wirklich jeder Zweig hinzweigen soll. Und ob das alles so richtig ausgelotet ist. Aber gut, was soll's. Auf jeden Fall sieht er trotzdem cool aus. Ne? Richtig hoher Baum, wie ihr seht. Ich drehe das nochmal hier komplett. Kann da bestimmt noch ein bisschen was hin und her schieben. Da ist eine Lücke, aber da ist auch das Dach. Haben wir beschnitten zum Dach hin. Da ist noch irgendwas freien Ast. Keine Ahnung. Ja, also ist auf jeden Fall so, ich habe mein Bestes gegeben bei dem Baum. Ist ja irgendwie doch immer eine ganz schöne blöde Arbeit, das alles aufeinander zu stecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Pflanzen und Bäume, ja, mir machen andere Sachen mehr Spaß. Aber man wird natürlich belohnt mit dem guten Aussehen. Und ja, das sieht es wirklich, finde ich. Also hat schon was. Brauche ich nur einen Platz dafür. Das könnte sich wieder sehr, sehr schwierig gestalten. Ja, wir haben Teile übrig. Die waren irgendwie in einer Extratüte drin und die wurden dann auch gar nicht gebraucht. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall sind die übrig und noch ein paar kleine Teile. Pflanzen habe ich alle verbraucht. Es ging ziemlich gut auf. Und ja, es hat schon was. Sieht cool aus. Blaues Dach wieder. Ich hätte hier im Wald mir vielleicht sogar eine andere Dachfarbe gewünscht als dieses typische Lego-Blau immer. Also beim Mittelalter haben sie das ja, aber hier jetzt bei dem Waldhaus... Ja, da hätte man auch eine andere Dachfarbe nehmen können. Also von meiner Warte aus. Aber das muss ja jeder selbst wissen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Hat Spaß gemacht zu bauen. Wer sich jetzt nicht erschreckt vor großen Bäumen, der kann das gerne mal bauen. Also ich habe Spaß am Bauen. Wer sich nicht erschreckt an großen Bäumen, der kann das gerne mal bauen. Ist ein unheimlich fähiger, gut austarierter Satz. Das müsst ihr zugeben. Ja, aber, ja, das Ding, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr findet unten den Link zum Steinchenshop, wo ihr dieses Set exklusiv bekommt,
weil das Probrix ist eben eine Marke vom Steinchen-Shop und da wird, denke ich mal, in Zukunft auch immer mehr rauskommen, auch zu diesem Thema hier. Und von Gregor gibt es da schon ein paar mehr Sets. Und ja, ich verlinke euch das. Ich kann das jetzt im Moment nicht sagen, ob es vorrichtig ist. Müsst ihr dann gucken. Wird aber bestimmt auch nachkommen, wenn das jetzt mal ausverkauft sein sollte. Ihr habt Amy gesehen. Ihr habt ein tolles Set gesehen. Und somit wünsche ich euch viel Spaß im nächsten Video. Demnächst kommen ein paar Fantasy-Sets, weil die bringen im April eine neue Serie raus. Und die werde ich euch vorstellen. Bis dann und tschüss.